Ja, Leute, ich heiße euch willkommen zurück zu einem wundervollen neuen Part von der Mighty Gefallen Sick Afterbirth. Im letzten Part haben wir die Daily Challenge gemacht und in diesem Part garantiere ich einen zu 99% Cursed Eye-freien Run. Das bedeutet, es könnte ein akzeptabler Run werden und wir können den Run mit ihnen machen. Wundervoll! Oh, dieses Cursed Eye aus dem letzten Run, es nagt an mir. Es nagt sehr stark an mir, okay? Wir haben Unicorn-Horn und Magic Mushroom? Verdammte Scheiße! Ist das jetzt der zweite Eden Run, der mit Magic Mushroom losgeht für uns? Kann das sein? Ich meine, ich habe nichts dagegen. Der Magic Mushroom ist mit eins der besten Items im Spiel, aber... Oh, das ist beängstigend, würde ich schon fast sagen. Und das ist eine nette kleine Ausbeute. Wundervoll. Und ich weiß immer noch nicht, was es mit diesen anderen Sprengfässern auf sich hat. Haben die eine größere Sprengkraft oder? Ich verstehe es nicht. Ey, Monstros Zahn, damit können wir Monstro beschwören. Bam, hallo Monstro. Ah ja, und wenn kein Gegner im Raum ist, dann zermatscht er einen selber. Fucking Monstro. Okay. Aber ich glaube, das könnte hier durchaus ein ziemlich... Oh mein Gott! Das könnte ein ziemlich guter Run werden. Warum gehe ich hier rein? Also bist du da unten? Bist du eine kleine Rasierklinge? Hm? Können dich kleine Teenager, die sehr emotional sind, an eine Kette hängen und um den Hals hängen? Kleine Rasierklinge? Hm? Können sie dann traurige Musik hören, kleine Rasierklinge? Ist das, wofür du da bist? Oder bist du da, um den gewaltigen Bart eines männlichen Mannes zu bekämpfen? Ich glaube, eher ist die andere Methode. Und wie es aussieht, werden wir keine Möglichkeit zu fliegen bekommen. Und keinen Tinted Rock bzw. keinen Solar. Das ist ziemlich unschön. Und du umarm mein Unicorn-Horn. Yay, Unicorn-Horn. Das war ein ziemlich schneller Bosskampf. Okay, ich würde sagen... Wir gehen direkt weiter. Ich meine, was soll das Ganze auf dieser Ebene noch? Wie geht's euch also so, liebe Leute? Habt ihr einen wundervollen Tag? Seid ihr bereit für das Burning Basement? Dieses Basement, es brennt. Warum ist das eigentlich Burning Basement, wenn es von den Texturen her ganz klar der Keller ist und nicht das Basement? Ich meine, hier ist alles aus Holz und im Keller ist alles aus Holz. Im Basement ist mehr alles aus Matsch und Dreck. Müsste es nicht der Burning Keller sein? Ich meine, es ist nur so ein kleiner Gedankengang am Rande, aber denk mal drüber nach. Denkt einfach mal drüber nach. Ich bin der Meinung, es sollte der Burning Keller sein. Ich hoffe, dass dies demnächst auch reingepatcht wird. Die Zielscheibe hatten wir schon mal. Ich entscheide mich dagegen. Ich will das nicht. Komm schon, nächstes Item. Nächstes Item. Okay. Ich denke, mit Ludovico-Technik können wir durchaus was anfangen. Okay, hat sich gelohnt. Hab zwar alle meine Münzen und Bomben aufgegeben, aber... Dafür sind wir jetzt ziemlich stark. Ja, um genau zu sein, auch noch nicht so stark, wie ich mir es wünschen würde. Aber ich denke, wir haben großes Potenzial, noch stärker zu werden. Und meine Güte, hätte ich jetzt gerne eine Bombe. Oh, ich hätte ja so gerne eine Bombe. Gebt mir eine Bombe, Jungs. Ich meine, wir haben schon den Magic Mushroom. Jetzt haben wir Ludovico-Technik und Alter. Das ist... Ja, das kann ziemlich stark werden. Ich bin optimistisch. Was haben wir hier? Wheel of Fortune. Bringen wir leider gar nichts. Monstro, du Drecksack. Das ist die Bombe, die ich haben wollte. Das ist meine Bombe. Die wollte ich haben, Monstro. Dann hast du sie dir geschnappt und hast dir Schaden zugefügt. Leg mich, Monstro. Oh, ich hätte wieder Fortune dahin setzen können. Wenn der Automat doch weggesprengt wird. Okay, kleiner als drei ist eine nette Sache. Was haben wir hier? Wir haben zwei gute Items. Bam. Absolut lieblich. Wisst ihr was? Ich glaube, das könnte ein guter Run werden. Allerdings... warte mal. Moment mal, wir haben mal hier eine Bibliothek, wie mir scheint. Die würde ich doch gerne mitnehmen. Nee, da kann ich nicht rein. Ja, die nehmen wir definitiv mit. Und zwar da unten. Woher wusste ich, dass die da unten ist? Daher, wo ich es auch jedes Mal sonst auch weiß. Und ich habe das jetzt so oft erwähnt. Die Bibliothek ist immer näher am Spawn, okay? Der Shop ist immer weiter weg von dem Spawnpunkt. Ganz wichtig, das merken wir uns. Und dann... werden wir immer da rauskommen, wo wir rauskommen wollen. Beziehungsweise, das immer heißt... ein Solar, wie glücklich für mich. Das immer heißt nicht, dass es immer so ist. Ich habe da keine offizielle Information, aber... seit ich diesen Tipp berücksichtige, ist mir noch nie vorgekommen, dass ich aus Versehen in den Shop gelaufen bin, obwohl ich in die Bibliothek wollte. Insofern ist es eine relativ sichere Sache. Gut, und ansonsten... immer noch keine Bombe, aber das ist okay. Ich glaube, wir gehen einfach mal weiter und hoffen... dass wir in diesem Run eventuell sogar mal wieder Guppy werden können. Verdammte Scheiße, ich bin aktuell schnell unterwegs. Ich habe auch den Magic Mushroom. Den kann man schon unterwegs sein. Und? Das ist kein Guppy-Item.
wie ich mit Entsetzen feststellen musste. Wo ist mein Guppy-Item? Hä? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Ich meine außerdem Tail und yeah, seht ihr, wie schön die Gegner zerplatzen. Ich glaube, die Gegner-Match-Animationen wurde auch ein bisschen überarbeitet. Das will, dass sie ein bisschen blutiger wurden. Ich mag blutige Pixel-Animationen. Mit blutigen Matsch aus Gegnern. Das ist super. Das weiß ich sehr zu schätzen, sowas. So, ihr sterbt. Okay, und das war's. Willkommen in eine Pille. Oh! Komm schon. Wirklich schon wieder? Muss ich schon wieder ein Mensch, bin ich doppelt so groß schon. Weil ich auch schon den Magic Mushroom habe, welcher mich allein schon ein bisschen größer gemacht hat. Oh, das ist nicht gut. Ich bin schon wieder so eine riesige Zielscheibe. Ah, dafür finde ich eine Menge Cash und einen Schlüssel, welcher natürlich auch wichtig ist. Denn durch die Tatsache, dass wir Guppy's Tail mitgenommen haben, werden wir nicht allzu viele Schlüssel finden. Dementsprechend ist jeder Bonusschlüssel, den wir so auftreiben können, sehr, sehr mächtig für uns. Oh, eine Bombe. Wie lieblich. Was haben wir hier? Hey, noch größer. Hey, der ist ein riesiger Typ, der Kollege. Er ist ein großer, großer Mann geworden. Was haben wir hier? Ein paar siamesische Schwabbelmänner. Hallo, ihr siamesischen Schwabbelmänner. Wo wollt ihr hin? Okay. Wir reden später nochmal drüber. Wir reden später nochmal drüber. Okay. Wundervoll. So, was haben wir hier drüben? Hier haben wir Geld. Ist mir die Münze wert? Ich glaube in dem Fall eher nicht. Mir fällt gerade auf, ich hätte mir ein halbes Herz sparen können mit meinem Unicorn-Horn. Ah, hätte ich vielleicht machen sollen, also in dem Cursed Room. Na, was soll's. Ja, ich verzichte. Pestilenz, es geht ab, Alter. Du bist ganz schön klein, weißt du das? Herr Alter, wenn ich dich nochmal in der Schule sehe, werde ich dich mal ein bisschen herumschubsen, Pestilenz. Kleiner Scheißer, du. Will ich sehen, wie klein der ist? Wie nennt der sich? Der kommt nie in die Schulbasketballmannschaft. Und zum Abschlussball wird ihn auch niemand einladen. Na, der Pestilenz, kleiner Scheißer. Was natürlich keine Beleidigung an Leute ist, die klein sind, aber doch. Doch, in erster Linie schon, ja. Ich darf sowas sagen, weil ich 1,72 groß bin. Ich darf mich über solche Dinge lustig machen. Ich bin quasi einer von euch, ihr kleinen Scheißer. Steht ihr? Ich weiß nicht, warum ich dann alle kleine Scheißer nenne. Ich weiß es nicht. Ja, dadurch fühle ich mich aber besser. Das ist okay. Das ist okay. Zum Beispiel Bollo ist auch ein bisschen kleiner als ich. Über den kann ich mich auch immer lustig machen. Das hilft mir ungemein. Ja. Na, ja, Goldruhe kann ich nicht öffnen. Zwei Items? Wir nehmen den Bomberman. Bomboy, Explosive Blast. Keine Ahnung, was mir das bringt. Ach, Moment, ich glaube, ich habe das Item irgendwo mal gesehen. Das ist es hier jetzt so eine Kreuzexplosion, ja. So eine klassische Bomberman-Bombe. Und da haben wir noch eine Bombe. Hallo, du, noch eine Bombe. Fuck! Oh, das war eine Menge Bargeld. Mr. Mega, okay, Leute. Ist ein Tinted Rock? Nee. Okay, wir haben viel Schaden genommen, aber... Ich kann nicht in den Shop, fuck. Aber wir sollten jetzt relativ potente Bomben haben, würde ich mal sagen. Mit denen sollten wir einiges wegbekommen. Und das erfüllt mich ein wenig mit Freude. Und ja, wir gehen direkt weiter in die nächste Ebene. Ich war doch im Goldraum. Ja, natürlich war ich im Goldraum, da ich dieses Bomberman-Teil herbekommen. Okay. Alter. Ich bin so ein verkackter Riese in dem Spiel. Es ist nicht mehr lustig. Es ist beängstigend. Warum bin ich so ein scheiß Riese? Oh Gott. Oh Gott. Nein! Ich hasse diese Fistula-Räume. Vor allem, wenn ich ein scheiß Riese bin. Ah, warum war mein Unicorn-Horn noch nicht aufgeladen? Ach, du Kacke. Cube of Meat. Ich weiß sehr zu schätzen, was du gerade für mich getan hast. Weil, verdammte Scheiße. Ich war so kurz davor, Schaden zu nehmen. So kurz davor. Aber dann konnte ich mich noch davor retten. Beziehungsweise der Cube of Meat hat mich davor gerettet. Das war ziemlich fantastisch. So, was wünsche ich mir für diesen Run jetzt ansonsten noch? Ich denke, alles, was vielleicht unsere Bomben verstärken könnte, wäre interessant. Und ansonsten natürlich Damage-Ups. Dummkopf. Wir sind jetzt schon relativ stark, aber jedes Damage-Up wird uns doch unfassbar sehr viel noch stärker machen. Deswegen hätte ich noch gerne ein paar davon. Ich denke, das ist eine ganz logische Sache. Und finanziell scheinen wir ganz gut dazustehen. Und das erfüllt mich natürlich mit Freude.
Vor allem, wenn wir bedenken, dass ich noch die Tour of Diamonds Karte habe, welche unser Bargeld einfach mal verdoppelt, wenn ich sie einsetze. Deswegen will ich sie ja auch erst dann einsetzen, wenn ich wirklich irgendwas kaufe. Wenn ich es davor einsetze, dann ist es nur Verschwendung. Ah, weil wir wissen, soweit ist, dass ich mir was kaufen will. Hm, wisst ihr was? Nein. Bestimmt noch irgendwas finden werde, geldmäßig. Na, weißt du was? Nein, mit der Träne stirbst du. So, der war ein guter Raum. Der war gut geklärt. Ja, wir gehen in den Shop. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Das war mein letzter Schlüssel. Oh, Greed, Alter. Das war mein letzter Schlüssel. Ich hab doch keinen mehr. Okay, wir müssen uns zusammenreißen. Die Sache wurde gerade ernst, glaube ich. Ja, ich glaube es. Ich bin mir fast sicher. So, jetzt stelle ich mir gerade eine Frage. Und die Frage ist, was wäre denn der schlimmste Boss, den wir hier jetzt... Oh mein Gott, das war knapp. Den wir hier jetzt begegnen könnten. Mir fällt kein allzu schlimmer ein, deswegen... Girlie. Oh, fuck. Fuck, ich habe keinen Schaden genommen dadurch. Aber Alter, seht ihr den Schaden, den Girlie genommen hat? Alter! Was ist denn mit diesen Bomben los? Die sind unfassbar stark. Okay, was haben wir hier? Fähigkeit Pentagramm, nehmen wir natürlich mit und... Ach komm, weißt du was? Wir sind ein bisschen zu riskant jetzt. Okay, wir haben ein Damage ab. Und wir können fliegen. Und das war wahrscheinlich riskanter, als ich hätte... Als es hätte sein dürfen. Vielleicht werden wir sterben. Aber vielleicht werden wir auch großartige Stärke erreichen. Das wäre cool. Ich hätte gern großartige Stärke. Und wenn alles schief geht, haben wir immer noch Bomben, die alles zermatschen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Monstrous Lunge funktioniert mit Ludovico! Oh, das ist so super. Ja, ich werde meine Bombe nicht verschwenden für den Automaten. Oh mein Gott! Leute! Wisst ihr, wie stark das ist? Wir haben jetzt 4 oder 5 von diesen Tränen. Und Alter! Okay. Okay, okay, okay. Real Talk, wir haben mal kurz, damit sollten wir einiges down bekommen. Okay, genug gerealtalkt. Fick dich. Seht ihr das? Und noch stärkere Bomben. Okay. Ist okay, damit kann ich leben. Gib mir noch stärkere Bomben. Und, naja, okay. So, ich glaube, wir sind relativ gut jetzt am Start. Wenn ich es schaffe, irgendwo sowas wie Solarz auch herzubekommen. Ich meine, in der Theorie kann uns jetzt jeder Gegner, beziehungsweise es gibt viele Gegner, die uns jetzt one-hitten könnten. Das ist natürlich scheiße. Aber ansonsten, Alter. Seht ihr, wie stark allein dieses Monstro-Lunge-Bullshit-Teil ist? Das ist unfassbar stark. Leck mich, Chap-Chap. Alter! Verdammte Scheiße! Das ist nicht nur so ein bisschen stark, das ist so unverschämt stark. Kennt ihr das? Unverschämte Stärke? Oh Gott. Das, was die anderen Kinder im Schulsport immer an den Tag legen... Unverschämte Stärke. Schrecklich. Mensch, schaut mal, wie schnell alles down geht. Das ist magisch. Nehme ich. Oh, Soul Hearts. Okay, ich wollte gerade sagen, entweder sterbe ich jetzt durch die Bombe oder ich bekomme meine Soul Hearts. Und wie es aussieht, bin ich nicht durch die Bombe gestorben. Und ich sollte mal im Hinterkopf behalten, dass wenn die Super-Duper-Trollbombe auftaucht, dass ich dann eventuell nicht unbedingt immer mich in der Ecke verstecken sollte, denn da kann sie mich erwischen. Sehr einfach. Und das ging erstaunlich schnell. Was haben wir hier? Eine Pille? Ey, voll Health. Bringt mir nicht allzu viel, aber danke. Weiß ich sehr zu schätzen. Was ich mir für diesen Run hier jetzt... Oh Gott. Was ich mir für diesen Run jetzt wünsche, ich denke, sollte klar sein, Leute. Jede Menge Damage-Ups. Vor allem, wenn wir noch sowas wie, sagen wir mal, eine Parasite bekommen würden. Was bringt das, die Tiers sich immer in 2 aufteilen, wenn sie den Gegner treffen? Was in dem Fall einfach mal andauernd passieren würde. Das wäre natürlich fantastisch. Aber ansonsten bin ich auch allem anderen, was unseren Tiers ein bisschen weiterhilft, sehr positiv gegenüber eingestellt. Denn das könnte fantastisch werden. Was haben wir hier? Ach, das war der Chap-Chap-Raum, glaube ich. Oh. Okay. Danke. Das hat mich jetzt verwirrt. Warum war da ein Raum voller Schlüssel? Alter, diese Tränen. So stark. Warum war da ein Raum voller Schlüssel? Ernsthaft. Was hat es damit auf sich?
Wahrscheinlich nur ein netter Raum für mich. Aber wisst ihr was? Weiß ich zu schätzen. Denn durch Yuppie's Tale finde ich sowieso nicht allzu viele Münzen. Insofern, Schlüssel. Insofern kann ich damit was anfangen. Stirbst. Ich sterbt alle. Innerhalb von kürzester Zeit sogar. Trickle Charge. Nehme ich. Ich meine, Batterie. Die meine ich. Okay, was haben wir hier unten? Hier haben wir ein paar Giraffenmänner, die mir ein bisschen zu nahe kommen, aber absolut kein Problem sind. Und Lucky Solar Drop ist natürlich auch nie zu verachten. Das Einzige, was jetzt noch ziemlich cool wäre, wäre... Was zum Teufel bist du? Bambo. Es gibt noch einen scheiß Bumfriend! Es gibt zwei von euch! Okay. Okay. Ist ja nicht so, dass schon der normale mit das schlechteste Item ist, was man so mitnehmen kann. Kann man ruhig noch einen zweiten machen. Oh, du kleiner Bambo. Ich hasse dich. Ich hasse dich sehr. Nur damit du es weißt. Das ist mein Geld. Weißt du was, du kannst es haben, weil ich mit meiner Two of Diamonds Karte fast bei 99 Münzen bin. Aber ansonsten, Alter, ich mag dich echt nicht. Verdammte Scheiße, wo geht's weiter? Och, komm schon. Och, komm schon, wo geht's denn weiter? Hier oben. Yeah. Sogar die Geister gehen schnell down. Wisst ihr, das ist wieder einer der Runs. Alter, die Explosionen. Das ist wieder einer der Runs, in dem der Boss Rush durchaus eine Möglichkeit ist. Deswegen will ich von dem sehr gerne Gebrauch machen. Und dafür dürfen wir nicht allzu langsam sein. Wenn ich es schaffe, noch mehr Leben aufzutreiben, wäre natürlich auch Hasch eine coole Möglichkeit. Der gute Hasch. Weil bei dem ist ja egal, wie viel Damage man macht. Ich kann mich aktuell gut von ihm fernhalten. Ja, ich würde ihn gerne mal besiegen. Wobei es in dem Spiel jetzt übrigens auch in Afterbirth gab es vor ein paar Tagen auch wieder einen Patch, der... Ich habe keine Ahnung, was gemacht hat. Hat mich nicht schlau gemacht. Es gab einen Patch. Wisst ihr Bescheid. Weiß er nicht, was er gemacht hat. Wisst ihr noch mehr Bescheid? Wisst ihr noch mehr Bescheid? So. Das ist Bullshit. Two of Diamonds. Okay, wir packen jetzt mal was in den Donatomat rein. Okay, das war eine Menge. Und dann gehen wir direkt zum Boss. Alter. Du hast keine leichte Zeit vor dir, Bro. Das war's dann, Bro. Oh, danke schön. Kaffeepill. Wir wurden ein bisschen runtergeschrumpft, falls ihr es nicht gesehen habt. Wir sind tatsächlich ein bisschen kleiner, als wir zuvor waren. Nicht viel kleiner, aber ein kleines bisschen. Paralysis. Sie hat das nicht gesagt. Komme ich mir wie ein Vollidiot vor. Dankeschön. Power Pill. Nom nom nom. Fucking Power Pill. Niemand braucht dich. Aber ich finde es ganz nett, dass es die Power Pill überhaupt gibt. Aber ich glaube, sie wird so ähnlich sein wie Explosive Diarrhea, eine Pille, die Potenzial hat, einem weiterzuhelfen, aber kein Arsch wird sie jemals wirklich sinnvoll einsetzen. Na, so wird es wahrscheinlich ausgehen. Und Infamy ist natürlich auch eine nette Sache. Ist natürlich eine nette Sache. So, sterbt ihr, Gurglings? Komm, gib mir die Kisten. Ach komm, jetzt haben wir eh schon einen. Oh, das ist schrecklich. Nein, das ist nicht. Doch, es ist schrecklich. Oder? Ah, ich dachte, das wäre der Flat Penny. Der Flat Penny hätte uns wenigstens noch was gebracht. Damit hätten wir nämlich für jede Münze eine gute Chance gehabt, einen Schlüssel zu finden. Jetzt habe ich jede Menge Schlüssel verschwendet. Vielleicht sollte ich aufhören, so viele Schlüssel zu verschwenden. Das wäre vielleicht deine Überlegung wert. Okay. Du kleiner, dreckiger Bumfriend-Arsch. Alter. Hast du deinen Körper entwickelt? Okay. Oh mein Gott, das werden Münzen jetzt, oder? Yes! Seht ihr das? Der münzenreiche Tod. Verdammte Scheiße. Ich glaube, meine Tiers sind nicht so stark, wie ich erhofft hatte. Mir fällt nämlich gerade... Mir ist gerade aufgefallen, dass sie gar nicht so stark waren. Alter. Kleiner, dreckiger Bumbo. Bambo. Du darfst alle Münzen haben, die du haben willst, okay? Von mir aus. Bedien dich. Und wir haben jetzt den Greedo-Arsch. Das heißt, wir werden jede Menge Münzen finden. Kannst alle haben, die du willst. Denn ich wäre sehr interessiert daran zu sehen, was aus dir werden kann. Sehr interessiert wäre ich daran. Also, enttäuscht mich nicht. Ja, ich weiß nicht, ob Boss Rush wirklich eine gute Idee wäre, Leute. Ich meine an sich, wir sind relativ stark, aber irgendwie...
Ah, ich sehe keine übermäßige Stärke. Bambo. Komm, Bambo, nimm das mit. Muss sich weiterentwickeln. Ich hoffe, er bleibt dann aber länger weiterentwickelt, nicht nur für diese Ebene zum Beispiel. Das wäre ziemlich cool. Dann würde ich alles, was ich über Bambo gesagt habe, zurücknehmen. Der Wafer. Absolut fantastisches Item. Oh, da ist ein geiler Fünfer, Bambo. Oh, Bambo. Siehst aus, als wärst du bereit zu töten. Bist du bereit zu töten, Bambo? Bist du bereit zu töten? Ah, der kann schon Tiers spucken, der kleine Drecksack. Der kann Tiers spucken. Ah ja, Bambo, du bist ein Hardcore-Bro. Wusstest du das? Oh, Super Greed, wundervoll. Los, Bambo, bedien dich. So viele Münzen. Nur für dich, alle. Nur für dich. Hat allerdings nicht für noch so ein cooles Upgrade gereicht. Mit Upgrade meine ich Körper. Oh mein Gott, Bambo. Bambo, was wird aus dir? Ha. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Ich glaube, ich nutze mal eben meine Zeit und versuche. Ja, fuck. Cool, ich wollte schauen, ob ich hier vielleicht irgendwo ein schwarzes Herz oder so abstauben kann, aber dem sollte wohl nicht so sein. Los, Bambo, bedien dich. Ja, yeah, mehr Münzen. Jetzt spuckt er nur noch Sachen für die Münzen aus. Und wie immer natürlich eine Batterie, denn es ist Bambo, denn es ist immer noch Afterbirth. Und Afterbirth ist das Batterie-DLC, das wissen wir ja. Deswegen bekommt man für alles, immer und überall nur Batterien. Und die Kiste mache ich auf. Fantastisch. Es ist wirklich fantastisch. Es war kein nur fantastisch, fantastisch, sondern ein es ist wirklich gut. Fantastisch. Das Bambo, nimm die Scheiße mit. Dann gib mir was Gutes. Okay, wir gehen da jetzt rein, Bambo. Ich hoffe, du bist bereit zu kämpfen. Alter. Gegen Mom teile ich schon wieder Damage aus, der akzeptabel ist, würde ich sagen. Au. Die Box ist auch nicht das, was ich wollte. Stuff! Was ist das? Ist das ein benutztes Kondom? Blessing Cap. Plop, plop. Okay. Oh, fuck. Warte mal, der Devil Deal ist offen. Ich schaue da jetzt rein. Hier in den... Oh mein Gott. Ah, der Cricket Set bringt mir nicht viel. Spinnenbomben. Haben wir vielleicht einen Tinted Rock irgendwo? Ja, haben wir. Tut mir leid, Leute. Ich kann jetzt aktuell in diesem Run hier den Boss Rush nicht gutheißen, weil Cricket Set werden sich natürlich super. Wir haben schon den Multiplikator, also den Damage-Multiplikator, den ich haben will. Insofern bringt mir Cricket Set nicht viel. Die anderen Items haben sowieso nicht viel gebracht. Aber Campo Set schlägt auf jeden Fall Unicorn Horn. Und wir haben noch einen geilen Damage vor uns. Oh, es geht nicht mehr. Wenn man sich mit einmal verletzen, da zweimal was holen kann. Schade. Bambo? Nein, nichts. Warte, dann lass mich dir noch wegspringen, Bambo. Da ist noch eine Münze für dich, Bambo. Bedien dich. Die Münze mit Bambo. Okay, jetzt werden wir sehen, ob Bambo noch so weit entwickelt ist. Ich bin gespannt. Und? Yeah, Bambo ist immer noch die Kampfmaschine, die ich liebe. Wisst ihr was? Ich mag Bambo. Es ist ein super Item. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Anfangs habe ich habe ihn unterschätzt. Das ist mein Fehler. Es tut mir leid. Aber er ist tatsächlich ein cooler Bro. Au. Der irgendwann aufhört, Münzen aufzuheben. Im Vergleich zu dem anderen Bumfriend. Und Bambo kann auch angreifen und ist insgesamt hilfreich. Im Vergleich zu dem anderen Bumfriend. Ich hoffe, den anderen Bumfriend gibt es insgesamt nicht mehr. Es gibt nur noch Bambo. Oh, das wäre super. Das wäre so fantastisch. Das war ein schneller Raum. Alter, Bambo. Kann sein, dass du da aktuell nur Bomben raushaust. Ich weiß nämlich nicht, was ich davon halten soll. Na komm, machen wir. Wir öffnen diese Kisten noch, denn es wäre ziemlich cool, wenn ich... Er legt Bomben bei den Gegnern. Alter! Bambo, mein Freund. Er legt wirklich eiskalt Bomben. Der kleine Drecksack legt Bomben. Und das ist Gabi-Item Nummer 2. Alter! Er legt Bomben. Nimm dir alle Münzen, die du begehrst, mein Kleiner. Meine Fresse! Ich glaube, Bambo ist aktuell so ein bisschen mein neues Lieblings-Item. Oh, Tower. Mein Gott, Tower ist stark. Tower ist stark. Vor allem mit unseren aktuellen Bomben. Dann ist Tower eine fantastische Karte. Los, Bambo, nimm die scheiß Münze mit.
Ach komm, lassen wir die Münze da liegen. Lassen wir die Münze... Oh Gott, Miniteil! Sterbt, ihr alle. Oh Gott. Oh Gott, das wäre fast schief gegangen. Ihr Kackviecher und Bambus halt auch gar nicht mal so schwach. Gott, ich mag ihn. Ja, das ist ein super Item. Bedien dich, Alter. Nimm dir alles mit, was du begehrst, denn du kannst Bomben legen. Und Gegnern allein mit deiner bloßen Existenz Schaden zufügen. Und das ist eine Sache, die ich natürlich nicht verschmähen würde. Was hat mir der gerade eben Schaden zugefügt? Also, ich versuche Bambo anzugreifen. Rainbow Worm. Okay. Okay, der macht mal die Tiers scheinbar teilweise. Oh Gott. Was ist das? Okay, der... ich glaube, der switcht die Wurmeffekte immer wieder durch. Habe ich leider kein Interesse dran. Ist nämlich in erster Linie ein Scheiß-Item, wie es aussieht. Also ein Scheiß-Trinket. Fuck, unter drei. Ich will gegen Hush kämpfen, Spiel. Gönn mir das. Ich will mir das jetzt nicht nehmen lassen. Oh Gott, ein Shot-Speed-Up wäre auch eine unfassbar gute Sache. Los, Bambo. Nimm die Scheiße mit. Ich nehme nämlich aktuell wieder zu viel Schaden. Ich glaube, es liegt daran, dass meine Träne oder meine Tränen echt relativ langsam sind. Bambo, ich wittere Geld. Bambo! Oh, er kann da nicht rüber. Das macht mich traurig. Das macht mich sehr, sehr traurig. Nee! Seh dich! Okay, wo ist der andere? Oh. Netter Typ. Oh Gott, Anusfliege. Lass mich in Ruhe. Schlüssel. Wundervoll. Böses Auge. Bambo, da ist eine Münze. Oh nein, nicht der. Oh, nicht er. Nicht der Bullshit-Wurm. Oh, stirb, Bullshit-Wurm. Mein Brimstone-Teil hat sich komisch um mich herum rotiert. Das war seltsam. Aber ich weiß nicht genau, woran es lag. Danke, Bambo. Ein schwarzes kleines Säckchen. Oh, komm schon. Kleines Säckchen, bei dem ich nicht weiß, was es bringt. Black Powder. Spin the Block. Oh, nein! Oh, warum habe ich es mitgenommen? Das war dumm. Was will ich mit deinem Range up? Okay, wir werden eventuell lebenstechnisch in eine unangenehme... Oh, fuck. Eine unangenehme Situation kommen. Diese Ebene hier. Mit Curse of Darkness hilft übrigens auch keinesfalls weiter. Lasst euch davon nicht täuschen, Leute. Es hilft nicht. Es hilft absolut nicht. Fuck, ich habe auch nicht wirklich Zeit, um die ganzen Steine zu durchsuchen. Ich weiß, oh Gott. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß es doch nicht. Ich glaube, Bambo wird auch nicht mehr stärker. Ich fühle, dass der bei seiner aktuellen Stärke für die nächsten Jahre, Wochen, Monate erstmal bleiben wird. Schon. Ehrlich, Bambo. Und wir haben übrigens... Sag mal, kann bei diesen Schaltern auch irgendwann mal was Gutes kommen? Nein! Das ist die Antwort. Nein, da kann nichts Gutes kommen. Nie. Kannst du was auszahlen? Nein. Okay, cool. Dann haben wir ein bisschen Zeit verschwendet. Und ihr Gurglings, ihr haltet euch fern von mir. So, Lovers. Bringt mir leider gar nichts, außer ich hätte den Super Secret Geheimraum gefunden und gesucht. Aber ich habe ihn nicht mehr gesucht und das war vielleicht dumm. Ihr habt Spaß in eurem Labyrinth hier. Alter. Der Kollege Bambo hat da... Oh Gott, nein. Der hat da eine super böse Bombe gelegt. Habt ihr das gesehen? Richtig fieser Drecksack. Alter. Du Scheißviech. So, ich kann da rechts nicht entlang. Wir gehen nach oben. Wir hoffen, dass wir irgendwie... Oh, fuck. Wir hoffen, dass wir irgendwie noch zeitlich beim Kampf gegen Edliffs, ich meine Mums Heart ankommen. Das ist ziemlich zeitlich. Das war ZZ. Ziemlich zeitlich. Okay, Bambo, es sind die letzten Münzen. Okay, hat sich erledigt. Du willst die Münzen nicht, wie ich gesehen habe. Ist okay. Wenn du die Münzen nicht möchtest, dann will ich dich auch nicht weiter damit belästigen. Ist okay, Bambo. Wahrscheinlich sehe ich euch nicht! Okay. Mums Heart, du stirbst. So, wir haben einen Devil Deal.
der mir nichts bringt. Okay, dann haben wir... Sag mal... Ist die Tür für diese komische 30-Minuten-Tür jetzt verschwunden? Weil ich einmal hier aus Versehen rausgegangen bin. Fantastisch, fantastisch, fantastisch. Hey, wie es aussieht. Yay, Solar System. Wie es aussieht, ist die Tür zu Hasch verschwunden. Weil ich einmal aus dem Bossraum rausgegangen bin. Absolut herzallerliebst, aber... Hey, dafür sind wir jetzt hier in Shoal. Ich habe absolut nicht das Ausmaß an Herzen, das ich hier eigentlich brauchen würde. Das beruhigt mich natürlich ganz ungemein. Allerdings habe ich sehr, sehr starke Bomben. Ich glaube, mit denen sollte ich auf jeden Fall was machen können. Naja, gemeinsam mit Bambo kann ich auch meinen Gegnern ordentlich... Oh Mann! Wisst ihr, ich glaube, in diesem Run hätte ich keine großen Probleme gehabt, Hasch auszuschalten. Einfach durch Bambo und die Tiers, die ich habe. Ich glaube, es hätte echt funktioniert. Oh, ich habe Necropolis freigespielt, cool. Ich glaube, es hätte funktioniert, aber nein, es sollte wohl nicht so sein. Na, oh, Scheißviech, oh. Yay, da haben wir den Circle gemacht. Der soll gegen Hasch auch ziemlich gut sein, habe ich mir sagen lassen. Oh, fuck. Ah. Eine rote. Gib mir die Kiste. Ah, das ist gar nichts. Das ist nichts von Interesse für mich. Nichts. Okay, was haben wir als nächstes noch alles? Der Triple-Triple-Larry. Allerdings hat der Triple-Triple-Larry kein Soul hat für mich ausgespuckt, was mich sehr, sehr traurig macht. So, was haben wir hier? Ja, kann bei diesem Schalter überhaupt irgendwann mal was Positives passieren? Ich habe es nämlich bisher noch nie gesehen. Ich glaube, ich war gerade eben gar nicht im Shop drin, kann das sein? Mit gerade eben meine ich, als ich in der Ebene von Marm war. Für mich war das gerade eben. Komm schon. Okay. Ja, wisst ihr was? Der Bambo, der ist ein bisschen anstrengend. Ich meine, wenn ich Gegner angreife, dann spawne ich immer random so ein paar Münzen. Das Problem ist, er kann sich auf die Münzen festlegen und dann bleibt er bei den Münzen stehen, versucht sie aufzuheben, aber kann sie nicht mehr aufheben und macht dann einfach gar nichts mehr. Das heißt, das ist ziemlich kontraproduktiv für mich. Das ist nicht gut, Bambo. Ist nicht gut. Ist nicht gut, das weißt du, oder? Ist nicht gut. Warte mal, kann es sein, dass wir mit Eden Satan schon gekillt haben? Oder was mit Azazel? Ich weiß gar nicht mehr. Oh Gott, so viele Stevos. Hallo, ihr Stevorinos. Ja, zerfetzt. Bro. Ah, und Bambo erledigt den Rest. Sehr schön. Oh Gott. Geh weg, du kleiner Scheißer. Oh, wie meine Tränen halt wirklich nur ein ganz kleines Stück schneller sind. Und yeah, wir haben Steven bekommen. Ein gutes, gutes Damage-Up. Welches sich auch direkt ein bisschen bemerkbar macht. Und wo kommt die... Bambo! Da war ein scheiß goldenes Herz, ich hab's verloren. Ich habe gerade scheiß viel Schaden genommen, weil da wirklich viele Bomben auf einmal gedroppt sind. Bambo! Verdammte Scheiße! Hör bitte auf, mich umzubringen, okay? Keine Münze mehr für dich. Ich habe nur noch ein halbes Herz. Und warum? Weil auf einmal random Bomben droppen, die einfach irgendwie alles kaputt machen. Gefühlt. Das ist scheiße. Also auf einmal ist eine random Bombe, die in einem sehr, sehr großen Radius explodiert. Wie ihr seht. Das ist nicht gut. Allerdings haben wir hier drüben einen Cursed Room. Der ist gut für mich. Two of Spades. Hey, from above. Emergency Contact. Huh. Was macht diese Karte? Wir werden sie beim Bosskampf ausprobieren. Da werden wir es herausfinden, liebe Leute. Bis dahin solltet ihr mir die Daumen drücken, dass ich von niemandem mehr berührt werde. Großer Gott, das war... So knapp. Das war so knapp. Hat wir nicht auch eine Balls of Steel Pille in der Rotation? Warum habe ich die nicht bekommen? Ich möchte doch nur die Balls of Steel. Das möchte ich nicht. So, Brimstone Geister. Okay. Hi.
Das waren natürlich noch nicht alle. Alter! Bambo. Machst mir aktuell wirklich Angst, weißt du das? Es ist wirklich beängstigend, was du machst, wenn du auf einmal anfängst, random Bomben zu legen. Es ist wirklich, wirklich beängstigend. Yes! Okay. Okay, tut mir leid, Leute. Es könnte jetzt eventuell ein bisschen dauern. Wisst ihr was? Wir müssen das anders machen. Ich muss sehen, wenn Bambo eine Bombe legt. Vielleicht hast du deswegen Bambo, weil er gerne Bomben legt. So, wir müssen hier ein bisschen spielen. In der Hoffnung, dass wir wenigstens ein bis zwei Soul Hearts rausbekommen. Komm schon! Blöder Automat! Bist du nur da, um Trinkets und Soul Hearts zu geben, dann... Oder Tarotkarten, dann drück auch irgendwas raus. Was ist das? Emperor. Was soll ich mit fucking Emperor? Oder dem Butt Penny? Oder... allgemein mit irgendwelchen Trinkets. Die nicht gerade Curved Horn sind. Lass mir das Curved Horn geben, Alter. Yes. Press. Nee. Ich möchte Emergency Contact mit zum Bosskampf nehmen. Moon. Soll ich mit dem Crap? Ich war schon im Geheimraum, Alter. So, jetzt. Moon. Was bist du? Magician. So, ich gehe jetzt noch bis 50 runter, Automat. Entweder gibst du mir bis dahin was Gutes oder du stirbst, okay? Gib mir was Gutes oder du stirbst. Das ist ein ganz einfaches Spielchen, das wir hier spielen. Was Gutes oder sterben. Okay. Hm. Ja, wir gehen weiter. Was hat das gemacht? Yeah! Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Habt ihr die Bombe gesehen? What the shit? Leck mich, Bro! Du hast die Bombe, Bro! Hast du noch eine Bombe, Bro? Da geht er down, Bro. Dann lege ich noch ein paar Bomben, Bro. Okay, Bro. Ich habe ja noch den hier. Hey, Bro. Du hast ein Problem, Bro. Ich habe ihn mit Bomben gekillt, Bro. Das war ziemlich super. Okay. Damit haben wir mit Eden Satan gekillt. Und wie es aussieht, haben wir das mit Eden schon gemacht. Ups. Aber gut, liebe Leute, das war soweit. Binding of Isaac Afterbirth. Ein guter Run, der leider... nicht sein volles Potenzial entfaltet hat. Aber gut, wie das Ganze weitergeht, sehen wir im nächsten Part von The Binding of Isaac Afterbirth. Ihr kennt das Spielchen. Bis dann. Gute Nacht.